Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder den Great Vault öffnen. Und ja, ich war letzte Woche wieder fleißig, habe einiges für den Vault gemacht. Und ich würde sagen, wir gucken mal rein, was so Schönes drin ist. Und vielleicht ist es ja noch an der einen oder anderen Stelle ein kleines Gear-Upgrade. Ich habe jetzt umgestellt auf den Wildheitsback. Mal gucken, vielleicht ist irgendein tolles Trinket drin, was ich brauchen kann. Beziehungsweise irgendwas anderes, was wir nehmen können. Also PvP hätten wir ein Trinket, was ich glaube ich nicht brauche. Und einen Umhang für einen T-Mock. Das wäre eine Option. Und sonst hätten wir einen Ring mit Tempo und Crit aus dem Mythic-Modus. Der ist uninteressant. Dann hätten wir einen Stab mit Tempo und Mastery. Der ist ehrlich gesagt jetzt auch nicht so interessant. Was habe ich? Gut, ich habe Tempo und Crit. Und dann hätten wir noch die Schultern. Die wären wahrscheinlich the way to go, aber leider habe ich da das T-Mock schon, ne? Ja, wobei, also das T-Mock muss ich irgendwann nochmal farmen gehen. Zumindest sind sie 311, ist natürlich ein Ticken besser. Ah, komm, ich glaube, ich nehme die Schultern. Jetzt PvP-technisch sind meine, glaube ich, eh schon besser, die ich habe, ne? Weil da das Item-Level ja noch hochgeht. Aber hier ist es ein klares Upgrade. Komm, die nehmen wir. Machen wir nicht lang rum. Schultern. Bisschen Item-Level fürs Questen, ne? Ist es ja vielleicht das ein oder andere. So. Warte mal, dann können wir die austauschen. Dann muss ich auch nochmal drüber transmoggeln. Ich habe mein PvE-Gear, was ich gerade angelegt habe, ein bisschen vernachlässigt in letzter Zeit. Aber das PvP-Gear ist ja blöderweise, skaliert ja nur hoch, wenn man im Warmode ist oder halt in der Arena, ne, oder BG. Und dementsprechend fürs Leveln sollte ich da schon noch ein bisschen gucken. Ein paar Items habe ich jetzt an, die 311 sind. Ich glaube, ich habe hier auch noch ein bisschen was rumliegen, theoretisch. Was aber dann halt schlechtere Stats hat. Da müsste man überlegen, ja, wobei, unbedingt Versa muss ich jetzt auch nicht haben. Gut, ich denke mal, die Dinger kann ich wegtun, die sind auf jeden Fall in jeglichen Belangen schlechter. Die kann ich schon mal weg, dann haben wir wieder einen Platz gesaved. Ich glaube, ich habe auch noch so Upgrade-Teile, da muss ich mal gucken, irgendwo zumindest. Da kann ich nur ein Item auf Mythic, glaube ich, basteln. Ich glaube, das hier ist es, oder? Ja, da muss ich mal schauen, ob wir noch irgendwas Gutes finden. Vielleicht nehme ich auch das Trinket, das ich habe. Das wäre vielleicht auch nicht so verkehrt, das auf Mythic zu haben. Oder ich kaufe mir die Mythic-Waffe. Das ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Gut, dann haben wir das Gear wieder einen Ticken abgegradet. T-Mock hat es leider keins gegeben, aber zumindest, ne, ein bisschen Item-Level-Upgrade. Das will man ja eigentlich lieber haben. Und ja, dann war es das mit dem kleinen Opening-Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Teil. Euch Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.